So, jetzt geht's noch, ein Schiff von dir geht jetzt nach zum Strindberg rüber zu dem netten. Die nächste Lieferung darf aber nicht wieder zu spät kommen. Der Tycoon, das Tycoon des Handelsschiffes ist echt gut, wenn du sehr viel Fracht rüber transportieren ja, musst. Ja. Ja, klar, das ist sehr nützlich. Ja. So. Kann man eigentlich in der Postkartenansicht bauen? Nö. Da, Sie ordentlich. werden damit doch nichts Dummes anstellen. So, der So. Strindberg dankt fürs Geschäft. Ökobilanz. Werte fallen. Naja, ist bei mir. Ja, so ein bisschen, aber gut. Weil ich hier auch so ein... Was ist das hier? Eigentlich sowas. So, dann wird der Restcarbon noch zu meiner Militärinsel gefrachtet. Ach, ich bin bei den Tycoons, da wollte ich auch Sieht's gar jetzt nicht aus hin. mit Uran? Uran ist jetzt nicht so mega geil. Die sind aber auch klein, diese Pimpf. Weitere Formel verfügbar. Vollständige Wie viele Tierverwertung. Wartungsarbeiten habe ich denn? Ökobilanz. Alter. Werte steigen. Dann hier meine Wartungseinheiten. Hey, jetzt steigt es wieder. Oh nee, das ist nicht gut. Jetzt Dann macht Wartungseinheiten. ihr die ganze Zeit Sparenzeln, wenn da irgendwas. Ah, jetzt krieg ich wieder eine Nachricht. Das ist doch unglaublich. Was für eine Nachricht? Fahrzeug Schon wieder irgendwas von Steam. Hey, du hast schon wieder, du hast bessere Ökobilanz schon wieder. Ja, das ist gleich geht's wieder runter, weil ich wieder was forsche. Wahrscheinlich. Ja. So, mache ich hier noch Wartungseinheiten. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Das nervt hier jetzt immer so rum. Ich brauche da jetzt irgendwie einen Verbesserer nochmal, damit das nicht so rumnervt. Nee, lass es. Nicht weiter verbessern. Das ist zu kostspielig. Wir wollen ja noch ein bisschen Militär Ja, aber betreiben. dann kommt jetzt immer die Meldung, Ökobilanz zu Ja, ist doch niedrig. egal. Achtung, Ich hab nicht egal. Produktionsstillstand. Ja, es geht Sonst jetzt kommt die, ziemlich wenn bald du auf das die noch Nerven. besser verbesserst, dann kommt die ganze Zeit Ökobilanz ist Werte steigend, wenn das so hoch machst. Nein, Übrigens eben fällt. nicht. Formel Doch. entdeckt. Es kommt immer, wenn du bei 50. Bei 50 kommt das immer. Wenn ich über 50 bin, Warum dann. schwankt das die ganze Registriere Zeit? Verbesserung der Ökobilanz. Ja, wegen dem Wegen was? Laboren. Ja, das ist doch egal. Ja, dann kommt immer eine Meldung. Naja, ich lasse es erstmal noch so, aber. Genau, Ah, vielleicht kann ich dich Kerosinbalken ja. Ich glaube, ich krieg sogar die Ökobilanz so niedrig, dass es nichts mehr sagt. Genau, dann macht es. Genau, was brauche ich für den Ding? Ich glaube, ich tue noch ein paar schwere Waffen verladen. Und was brauche ich noch? Beton bräuchte ich eigentlich noch mehr. Da hast du aber auch nicht viel. Fehlen mir wieder Bauteile. Nee, Beton habe ich auch nicht so mega viel. Leider. Ah, oh, zwei Gut, Bauzellen. dann Komm, zwei lagere ich das Bauzellen. mal aus hier hin. Naja, egal jetzt. Oh, eine Bauzelle noch, eine Bauzelle. Ja, wie sieht es eigentlich mit den Gourmet-Menüs aus? Gut, hier steht, dass sie steigen, aber ob das jetzt so stimmt, ist die Frage. Ja, nee, wenn wir über 300 kommen, dann steigen sie auf jeden Fall. Aber Trüffel sinkt Genau, ein deutlich. Heißt, der Atomkraftwerk. Trimaran ist eigentlich fertig mal. Wo baue ich denn das Atomkraftwerk hin? So nah ans Hier. Wasser? Nee, hier. Oh nee, wo ist denn Oh. der jetzt? Hast du sie. Ich habe doch da einen Trimaran erstellt, ne? Ja. Hast du den irgendwo genommen? Kann sein, dass ich ihn aus Versehen genommen habe. Nee, habe Ah ich ne, nicht. ich hab ihn hier auf jeden Fall jetzt gefunden. Ah, da hinten ist er. Ah, Ah Werkzeug ne, brauche ich auch mehr der war nur ein benutzt. bisschen versteckt zwischen den Schiffen. So, gut. Auf Werkzeug brauche ich auch noch mehr auf dem Militärinsel. Zum Glück habe ich da noch etwas auf meiner Hauptinsel. Atomkraftwerk, wo baue ich denn das hin bei mir? Ich weiß Tja. gar nicht. Zu sehr ans Wasser will ich ja nicht gehen. Ich glaube, da baue ich hier einen hin. Den lasse ich aber schlafen, nicht, dass er noch irgendwas anstellt. So. Also nicht in die Luft gehen, meine ich damit, aber. Ja, klar. Wir brauchen natürlich Abwehrgeschütze beim Atomkraftwerk. Ja, die kommen ja noch. Was nicht Ja. genug Baumaterial. Kein Holz und kein Werkzeug. Ja, toll. Holz brauchen wir auch noch mehr. Gut. Werkzeug. Jetzt sollte die Bilanz eigentlich noch weiter sinken. Genau, weil die brauchen schon auch Ökobilanz hier auf -4. Ja. Wann läuft der nächste Frachter ein?
Voilà, dann nehme ich nochmal dein Tycoon-Schiff, deinen großen Container. Mhm. Geh nochmal zur Öko-Insel, weil die haben sau viel Werkzeug und alles. Oh, jetzt habe ich eins zu viel hier auch noch. Ah ne, du baust es da gerade. Produziere 3D-Beamer, 1000 Stück. Ah, cool. Mhm. Ja, ich glaube, das hatte ich auch schon mal. Finalisiert. Aber Kupfer wird sehr viel verbrannt bei der bei den Ökos, sage ich dir. Da bräuchte man bald noch einen neuen Bohrer. Ja. Warte mal. Nee, nicht den Speedrunner. Schwerwasserkühlsystem. Oh. Na. Gut, dann, gehen wir hier noch. Dieser letzte Generator. Kupfer besorgen. Kupferbohrer. Da kann ich es wieder nicht weitermachen, oder was ist das für ein Müll? Mhm. Oh. Und dann besorgen wir noch ein paar Ressourcen von den Ökos. Ja. Sieht jetzt eigentlich mit dem Uran aus. 45 Uran habe ich schon auf der Insel. Warum holt der Ding nichts ab? Müsste er mal machen. Wie viel Uran habe ich mal auf meiner Hauptinsel? Nur 6 Uran auf meiner Hauptinsel. Aha. Hier ist es. Nicht gut. Gut, schauen wir schon mal wieder was. Finalisiert. Ja, abgeschlossen. So ungefähr sollte es ja aussehen. Aber hier noch Kupferbohrer. Verbesserung der Ökobilanz. So. Gut, ein Kupferbohrer kann ich noch aufladen. Oh nee, es hat noch nicht gereicht. Es gibt noch steigende Ökobilanz. Schon wieder eine Wartungseinheit. Alter, wie viele Wartungseinheiten? Ja, das ist schön. So, oh, und der macht ja, du machst ja Schwerwasserkühlsystem und die anderen. Erforschen. Genau, ja. Schwerwasserkühlsystem brauche ich noch. Genau. Da muss ich da ja eh noch warten, bis ich das hydroelektrische Kraftwerk bauen kann. Holz! Nur die Frage, was mache ich in der Zeit? Mir stimmt Achtung. Das nicht. Dann müsste das reichen an mit Holz, der Straße. Also immer Glas braucht die Öko-Insel hat sau viel und Bauzellen und so kann man auch stehlen bei der Öko-Insel. Und diese Feuerwehr hier, ja, du die kannst auch bei den Bauzellen noch bei den Öko-Inseln stehlen, die haben sau viel von dem allen. Okay. Ja, aber ich habe momentan gar kein Schiff dafür. Gewöhnt. Ja, ja, dein Schiff ist übrigens vollgeladen und geht jetzt wieder zu meiner Militärinsel. Ah nein, was haben wir denn da alles? Wir brauchen glaube ich noch größere Lager dann dort später. Das so ein Hafen. Abgelagen. Ein Hafen nur voller Lager oder so. Ja, Beton ist leider so ein kleines Problemchen noch. Hm. Achtung. Hast du da noch? Warnung. Nein, ich habe wirklich sehr wenig. Entervorgang. Oh, warte mal. Warnung. Gesundheitszustand der Bevölkerung kritisch. Wo? Oh, verdammt, ich hab's weggeklickt. Nein. Bei dir, bei deiner Hauptinsel, so. Verdammt. Ich hab's auch schon weggeklickt. So, die Executors dürfen jetzt erstmal nochmal hier ein bisschen aufsteigen. Warum entern die? Wehe, die tun mir den schönen Kupferbohrer so jetzt stehlen und bin ich sauer. Ich wollte ein paar Kupferbohrer rüber schiffen zu den Ökos und jetzt stiehlt der den hier. Voll gemein. Tja. Denn ich hätte ja ein bisschen abgeschossen hier den Blödmann. Mann. Sie wirtschaften wie aus dem Lehrbuch. Ärgerlich. Kompliment. Ich wirtschafte wie aus dem Lehrbuch. Da wo ist jetzt mein Kupferbohrer hin? Ja, aufsammeln. Wo ist denn der? Der liegt dann hier im Meer rum. Den. Ah, da ist er. Hm. Danke für meinen Kupferbohrer. Oh, es ist nervig. Ah, ja. Im Hafen, dass er sich sowas traut, weißt du, mit außen Abwehrgeschützen und allen Scheiße. Ja, wir brauchen wieder dieses Dingen, dieses Item, das man da. Ein Dreck. Dingen. Okay, du hast noch einen Kupferbohrer, naja, gut, zwei Kupferbohrer. Freundliche Einheiten angreifen kann. Ja, hab ich ja in meinem Ding. Naja, und dann müssen wir den jetzt angreifen. Da kommt auch noch. Perfekt. Gut, der arbeitet jetzt wieder weit. Oh, nee. Wir hatten hier so viele Erwartungseinheiten erstellt. Vor allem nicht bei dem hier. Da soll man diesen Generator machen. Die Ökobilanz sinkt wieder. Das ist wirklich nervig. Aber ein paar Bauzellen kann ich dir noch rüberschiffen zu deiner Hauptinsel. Ja, das wäre nicht schlecht. Solltest. Ja. Sind noch ein paar Bauzellen übrig. Könnte ich momentan tatsächlich brauchen. So. Gut, dann machen wir mal jetzt ein paar Schildgeneratoren. Zwei Stück.
Für die Atomkraftwerke, natürlich. Ja. Oh. Natürlich. Ah, ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Warte mal, nee, der da. Nein. Ich glaube, hier nicht. Ja. Dahin. Und dann noch Flak. Dahin. Gesundheitszustand der Bevölkerung stabilisiert. Ja, die werden gut gesichert hier. Ja, die Atomkraftwerke sollte man ein bisschen sichern. Die Militärinsel könnten aber generell überall sichern mit irgendwelchen Schildgeneratoren oder so. Hier wird auf jeden Fall was gesichert, ja. Die brauchen noch gut Energie oder so. Ja, relativ viel. Ja, aber die Atomkraftwerke liefern. Ja klar, aber dann könnten wir wirklich die komplette Insel einmal mit den Schildgeneratoren voll machen. Und bei den Atomkraftwerken dann zwei oder noch mehr. Ja, da habe ich auch zwei im Bau. Ja. Hoppala. Die Atomkraftwerke. Ah, ich habe jetzt eingestellt, dass dann so Zahlen kommen, wenn da gekämpft wird. Perfekt. Bin mal gespannt, die Atomkraftwerke stehen schon mal. Die können sogar jetzt einen Atomraketenangriff überleben. Hart. Also die sind recht sicher, sagen wir es so. Ich weiß gar nicht, wenn die explodieren könnten. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Dass die Schildgeneratoren das auch abfangen, wer weiß. Ja, ich glaube eher nicht, aber... Mal sehen. Kann sein, dass die Explosionen abfangen. Ja, aber hier Eco und Tycoon so zusammen, die beiden Technologien, das lohnt sich dann schon. Ja. Oh, wir machen Minusgeld. Ja, ich habe die Steuern bei den Executives runtergemacht, weil die jetzt noch mehr Einwohner brauchen. Weiter Schildgenerator wird auch aufgebaut. Perfekt. Oh ja, das schaue ich mir jetzt mal in der Postkartenansicht an. Ja, stimmt. Oh, voilà. Ja, gehen wir noch einen Tick vorwärts, ein bisschen noch so. Mal gucken, jetzt müsst ihr gleich das Schutzschild ausbreiten. Ja, ja, das muss ja cool aussehen. Perfekt. Das Schutzschild steht. Schön. Achtung. Und jetzt? Na gut, Zahlen sehe ich noch nicht, aber... Doch, der baut sich auf normalerweise. Wenn du auf die Gebäude klickst, sieht man es. Naja, klar, aber... Eigentlich habe ich doch jetzt eingestellt, dass da so... Ah, vielleicht hat er die Einstellung. Nee, ich habe das... Nee, habe ich nicht. Er baut es auf. Oben sieht man die Schutzschildleiste. Habe ich. Auf den einzelnen Gebäuden. Ja, das habe ich schon gesehen, ja. Oh, alles im Pluskonto ist auch geschützt. Alles geschützt. Perfekt. Also, die Energieversorgung ist nämlich so ein Kriterium. Damit könnte Strindberg unsere Atomraketen abschalten. Weil die kann ich nicht schießen, wenn die Energieversorgung mangelhaft ist. Ja. Deswegen haben wir jetzt zwei Atomkraftwerke natürlich. Ja. Geschützt mit zwei Schildgeneratoren. Also das ist immer und noch die effizienteste Flux. Möglichkeit. Und wenn ich alle drei Schutz-Items reinbaue, dann kann sogar gar nichts passieren. Null. Und dann ist richtig hart. Effizient. Wenn du dann nämlich noch dieses Add-on dort gekauft hast, dann kannst du Energie sogar teleportieren. Das heißt, du kannst eine Insel bauen, indem du dann... Verschlagung von Konkurrenten. Da muss ich noch ein Kohlekraftwerk anschalten. So. Dann kannst du halt eine Insel bauen, wo du dann wirklich irgendwie 10 Atomkraftwerke stehen hast, mit allen Schutz-Items, sodass die auch nicht explodieren können. Auch noch geschützt mit Schildgeneratoren und allen Scheiß halt. Und dann kannst du die Energie versenden. Dann stellst du irgendwie. Das wäre ja eigentlich schon fast was. Energie her oder sowas. Und kannst die dann einfach verschicken an andere Stationen. Mhm. Also richtig geil. Dann hast echt keine Energieprobleme mehr. Nö, dann ist es gut. Das ist nämlich die effizienteste Möglichkeit mit Atomkraftwerken, weil die brauchen fast keinen Platz, geben sau viel Strom. Du brauchst auch keinen hydroelektrischen Kraftwerkanschluss oder sowas. Eigentlich ist es perfekt. Ja. Perfekt. Läuft. Genau, wie sieht es eigentlich mit der Forschung aus? So, das sollte dann reichen auf dieser Seite. Oh, wie sieht es mit meinem Kraftwerk aus? Ist noch nicht fertig, verdammt. Hier bauen wir mal noch so ein bisschen an. So, noch drei Arbeitsdrohnen muss ich noch herstellen. So, und hier bauen wir noch die Hafenmauer. Nein. Und Wartungseinheiten. Ja. Wo sind wir mal die Hafenmauer? Ach, du hast nicht genug Munition für die Wartungseinheiten. Läuft der nächste Frachter ein. Scheiß. So,